Taser und Konnichiwa. Hier ist wieder euer Keanu zurück mit einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar dem Spiel. Brüste Musik! Egal, mit dem Spiel Corpse Party. Ein Horror. Japano-Horror-Spiel. Gedöns-Dingsy. Für die PSP. Und ja, ich nehme das hier nicht per PSP auf, sondern per PSP-Emulator. Und wo ihr den App bekommt, Google. Nein. Wenn ich das jetzt mache, dann kommt das Intro. Und das sieht so sehr beschissen aus. Deshalb muss ich gucken, dass ich das eventuell noch einmal neu reinlade. Komme ich nochmal zurück? Hier komme ich. Dieses Spiel, Corpse Party, dazu möchte ich ein bisschen was erklären. Dieses Spiel ist eigentlich storytechnisch schon etwas älter. 16 Jahre? Ja, 16 Jahre. Kommt gut hin. Dann ist es 1996 das erste Mal auf japanischen PCs erschienen. Per sowas ähnliches wie ein RPG-Maker. Und einige Jahre später, ich glaube, das war im Jahr 2008 oder 2009, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist das Spiel als Remake auf PSP noch einmal erschienen. Und eben diese PSP-Version, die werde ich jetzt spielen. Dieses Spiel soll ziemlich gruselig sein, auch wenn die Grafik schon veraltete aussieht. Ihr werdet sehen, RPG-Maker-mäßig. Was ich ebenfalls gehört habe, dieses Spiel wurde mit 3D-Sounds aufgenommen. Das heißt, es kann auch passieren, dass man, wenn man bestimmte Soundeffekte hört, man denkt, hinter mir ist irgendwas. Ja, ich bin mal gespannt, wie gruselig dieses hier wirklich sein soll. Und ja, was habe ich denn angerissen, was ich gar nicht mehr weiter geredet habe? Ja, dieses Spiel gibt es auch als Manga. Den habe ich mir bis Kapitel 15 durchgelesen, auf Englisch, aber allerdings. Und allerdings nur, wollte ich schon sagen, allerdings. Und deshalb werde ich das Spiel wahrscheinlich auch Semi-Blind nennen. Es ist übrigens komplett auf Englisch und es hat verschiedene Enden in jedem Kapitel. Man muss auf jeden Fall immer das Good Ende erreichen, damit man in das nächste Kapitel kommt, soweit ich weiß. Ich werde versuchen, die Texte zu übersetzen, hofft aber nicht darauf, dass es akkurat ist, denn ich habe schon sehr lange nicht mehr richtig Englisch gesprochen. Ich bin schon seit fast 2 Jahren, fast anderthalb Jahren aus der Schule raus und ja, da hatte ich auch keinen Englischunterricht mehr. Lesen ist kein Problem. Für mich in Gedanken lesen kein Problem, aber sprechen, naja. Gut, fangen wir einfach mal mit meinem Spiel an. Warning, starting a new gameplay session may result in the loss of the existence suspense save file. Ja, ich habe bis zum ersten Moment gespielt, wo man rumlaufen konnte. Um zu gucken, ja, wie ist das mit der Aufnahme und so weiter, aber überschreiten wir das einfach mal und gucken. No loading. View the chapter one opening. Das erste Kapitel, das. Machen wir einfach mal. Sachi is my pride. Das ist sehr schwer zu lesen. She do anything for me. I don't think wo war ich denn jetzt? Danke, blöder Bildschirm. But I still love her with all my heart. Aber ich liebe sie immer noch von ganzem Herzen. Wer das richtig lesen will, der kann das Video an den Stellen hier pausieren. Es war ein regnerischer Abend an der Schule. Genauso wie dieser hier. Ich werde den Charakteren keine Stimmen geben, ansonsten komme ich durcheinander. Die Treppen runterrennt. Verlor ein freundlicher Teacher seinen Fuß? Lest es euch selber durch. Das ist, glaube ich, am besten.
Ich komme schon gar nicht mehr klar mit dem Übersetzen. Ihr habt alle die Geschichte gehört, oder? Bevor die Kisaragi-Schule hier gebaut war, gab es noch eine andere Schule an der Stelle. Sie wurde Heavenly House Elementary School genannt. So ein schreckliches Ding, dass so etwas passieren konnte. Der Direktor, er war devastated, keine Ahnung. Er hat sich am meisten um diese Schule als auch um seine eigenen Kinder gekümmert. Ach, er hat sich am meisten um diese Schule gekümmert, als wäre es sein eigenes Kind. Okay. Aber ein Unfall führte zum nächsten. Und so wurde diese Entscheidung getroffen. Die Schule sollte abgerissen werden. Der Direktor hat also... war also strikt dagegen, dass die Schule abgerissen wird. Kleiner Mensch, Ruff und Freemsoft. Er ist also vom Dach gesprungen. Und hat sich damit selbst umgebracht. Also der Direktor. Wir vor der this was just the latest of many deaths to occur there. That's why it was torn down. Ich übersetze es besser nicht. Das schafft ihr hoffentlich selber. Ich bin so schlecht darin. They say the teacher who fell down the stairs still has no idea she's dead. Even to this very day. And on rainy evenings like this, after our school days come to an end, ich mag den Sound nicht ganz so abspackend. Some claim she roams the darkened hallways, still believing them to be her own. In fact, it's almost time for her to make her rounds. Just after 7 o'clock. That's when she appears, always accompanied by a sudden blackout that leaves the entire building dark as night. You are here from the blackness, followed by the sound of the classroom door slowly sliding open as her pale white face cuts through the stillness. A soft voice always echoed the same question. Is anyone still here? And then... It's a blackout. Satoshi! Ihn hat's also gerissen. Dieser Satoshi ist also der kleine Angsthase. Sozusagen. Aber es war doch zu gruselig. Das sieht ein bisschen komisch aus. Naja, ich gehe mal ein bisschen nicht drauf ein, wie der da kniet, aber egal. Not bad, Shinosaki. Had me going there for a minute. Ja, sie stand die ganze Zeit da. Wie hätte sie auch den Lichtschalter berühren müssen? Berühren können. Was hast du gehört? Ein Klopfen an der Tür. Wie in der Geschichte. Oh Mann. First the blackout, and now the door. Genauso höre ich mich aber auch an, wenn mich irgendwas zu Tode erschreckt. Schotto, Satoshi! Nani shigamitsuiteru no yo? Ato, soko mune! Er ist also ein kleiner Grabbler, wenn er Angst hat. Ah. Suman, mienakute. Ja, klar, du hast gar nicht gesehen, wo du hingelangt hast. Ist schon klar, Satoshi. Ich komm gleich, glaubt ihr.
wieder geklopft. Ich mag eigentlich Geistergeschichten, aber... Akete kite kure. Ha? Joshi minna buruttaru zo. Kawaisou daro. Omae ga ike yo. Da hat er einen Punkt. Wieso gehst du selbst denn nicht? Ore wa kawaisou da to omowanai. Er ist so ein Arschloch. Die Mädels haben Angst und er... ihre Angst bricht doch nicht mein Herz. Irgendwie so etwas... eiskalt. So, und jetzt können wir hier auch rumrennen. Bis hierhin habe ich gespielt und so sieht das Menü aus. Es wird keine Kämpfe geben, aber trotzdem stehen da HP-Anzeigen. Was es genau damit zu tun hat, weiß ich nicht. Name-Tags, das ist auch was ziemlich Interessantes, denn wir werden... darauf komme ich später zu sprechen. Items. Wir finden natürlich Silent Hill oder Resident Evil mäßig auch ab und zu mal Items, die wir benutzen müssen, um irgendetwas Bestimmtes zu schaffen. Reden wir doch mal mit allen. Er hat nichts zu sagen. Sie hat nichts zu sagen. Sie zittert. Ganz schön. Sie zittert. Sie zittert. Und er hat auch nichts zu sagen. Super. Wenigstens die Kerze leuchtet. Hallo, ich bin euer Lehrer, ihr seid alle dumm. Sonst... The chairs are filled to overflowing with teaching implements. Atop the high spire like a keystone sits a remote control for the overhead projector. Also viele Bücher und eine Fernbedienung. Is anyone still here? Children. Die Tür öffnet sich, es blitzt. Und er fällt hintenüber. Na, wer hat sich von euch erschreckt? Yui-sensei. Miss Yui. Böse Lehrerin. Yo, hallo, Lehrer. Was sollte das denn? Das nenne ich einen vollen Erfolg. Das heißt, die beiden hatten also das geplant. Sie zu erschrecken, okay. Ich habe übrigens aufgehört zu testen mit der Aufnahme, als die beiden High Five ihren High Five gegeben haben. Ich finde schade, dass die Musik immer plötzlich aufhört zu spielen. Satoshi. Motschida-kun, ja, wann sieht man denn nicht mal einen Typen nach hinten fallen, wenn er sich erschreckt? Boah, ist die fies! Horror-Mania-no-Inchou-nante-kiita-koto-nai-yo. Ja, die hat ein bisschen was Sadistisches. Er hatte schon recht. Und sie ist auch nicht besser. Sie hat auch nur Spaß daran, sich über andere lustig zu machen. Na gut, ich bin auch so ein Vollidiot. So ein Arschloch, der das macht. Ich lache auch gerne andere aus, wenn sie sich erschrecken. Ein niedliches... Was denn? So na tokoro ni nai de. Kocchi ni irasshai. Ja. Shitsurei shimasu. Wer bist du denn? Du san da omae. Onii-chan. Big Brother. Das heißt, die kleine ist die kleine Schwester von ihm. Okay. Wazawaza todoke ni kite kureta mitai yo. Sie heißt Yuka. Er hat seinen Schirm vergessen. Super gemacht. Sumanai na, Yuka. Ihr seht, es ist ein sehr textlastiges Spiel. Wirklich sehr textlastig. Lastig. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie ich das komplett angehe. Es kann sein, dass es ein bisschen
langweilig jetzt in den letzten paar Minuten war. Aber ich denke mal, das wird sich dann im Laufe des Spiels noch ändern. Richtig übersetzen kann ich es nicht. Tut mir leid. An der Stelle, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Mein Englisch ist einfach zu stark eingerostet, als dass ich das von Textbox zu Textbox Box wir sind die Box Box machen könnte. Egal. Ich würde sagen, das reicht erstmal für den ersten Part von Corpse Party. Bis zum nächsten Mal. Ciao.